Ja, hallo, liebe YouTube-Freunde und Freunde der RFID-Zutrittskontrollen aus eBay und Co. Auch ELV bietet es an, dieses Modell hier. Es gibt sie auch in verschiedenen Varianten vom Aussehen her und von der Firmware her. Aber vom Funktionsprinzip sind sie alle gleich. Ja. Ich möchte heute jetzt von den Funktionen her nichts dazu sagen, sondern ich möchte ein anderes Thema ansprechen, und zwar die Leichtigkeit, wie man dieses System umgehen kann. Es ist für einen ja, technisch visierten oder technisch ja, interessierten eigentlich kein Problem, in eine solche Tür reinzukommen. Hier habe ich mal diesen Riegel, diesen elektronischen hier dran, ja, der sperrt hier, ne? Und wenn ich da ja hingehe, dann macht er hier auf, ne? Und möchte euch hier mal zeigen, wie einfach das ist, diese Entriegelung oder diese Riegelung zu entriegeln ohne großes Problem. Im Prinzip braucht man nur dieses Modul. Das hängt ja teilweise außen, ja, weil man möchte ja von außen in die Tür rein. Ne? Und ja, man montiert das einfach hier ab, ja, von der Wand, ja, mit dieser Schraube, die da unten dran ist. Man hebelt es aus, ja, dass man es so vor sich hat. Ne? Und man sieht hier schon sehr schön die Beschriftungen. Und was man zum Entriegeln braucht, um reinzukommen, ist, wow, dieses Drähtchen hier. Was man machen muss, zeige ich euch ganz klar. Man muss im Prinzip, weil hier sitzt das Relais, ja, und das ist auch die Schwachstelle an diesem System. Was man im Prinzip machen braucht, ist einfach nur zwei Kontakte miteinander kurz schließen und zack, öffnet sich das Ganze hier. Na? Und zack, kann ich rein. Na? Es ist also kein Problem, hier eine Brücke reinzumachen und zack, ist die Tür offen. Na? Und das mal nur so ganz nebenbei bemerkt für alle diejenigen, die diese Art von Zutrittskontrollen, weil sie ja so günstig sind, für Außentüren verwenden. Meine Empfehlung ist es definitiv nicht. Also wer sein Zuhause, sein Haus wirklich schützen möchte, ist diese Art von System total verkehrt. Damit kannst du vielleicht Wohnungstüren absichern, zusätzlich vielleicht absichern, okay, als reine Durchgangskontrolle, aber für einen Einbruch nützt dieses System nichts, absolut nichts. Das soll hier mal angemerkt werden, und ja, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß damit und hoffe, euch hat es gefallen, hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer geworden, ja, wie diese günstigen Modelle funktionieren, ne? Ja.